Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem weiteren Gameplay-Commentary auf unserem Kanal. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Match Team Slayer auf Colosseum und ich wollte heute einfach mal über meine ersten Eindrücke in Halo 5 quatschen. Also wünsche ich euch viel Spaß dabei. So, und ich muss nochmal anmerken, wie geil ich dieses Blue Team Theme aus Halo 5 finde. Es ist einfach unglaublich geil. Es ist ja aus dem 117 Theme aus Halo 4 entstanden. Und ich vergesse immer wieder den Namen von dem Komponisten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich fesch. Es ist so heroisch, aber trotzdem tragisch und ach, super gut. Und auch Halo 5 ist super gut, Leute. Zumindest bisher denke ich das auf jeden Fall. Heute kommt ja auch das erste Matchmaking-Update raus und da werde ich dann später auch mal streamen, aber dazu am Ende des Videos nochmal ein wenig mehr. Ich finde es bisher ziemlich fesch. Also muss ich sagen, sowohl die Maps sind ziemlich cool, wobei die Rotation so ein bisschen verkackt ist, weil dann oftmals auch gerne mal dieselbe Map 2, 3, 4 Mal hintereinander kommt und man sich fragt, was zur Hölle ist da mit der Rotation falsch gelaufen. Aber gut. Damit muss man wohl leben können. Und es kommen ja dann noch Gratis-Maps und sie updaten ja das Matchmaking auch nach einer Woche oder etwas mehr als einer Woche jetzt schon zum ersten Mal. Und das ist dann auch schon ziemlich cool. Wie gesagt, ansonsten gefällt es mir echt, echt gut. Die Kampagne hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber da seht ihr auch meine Live-Reactions quasi zu meinem Blind Let's Play, was ja jetzt immer wieder weiter online geht. Und wie gesagt, mir hat es aber allgemein sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn es einige gibt, die die Kampagne wohl, also was heißt nicht ganz so cool fanden, aber nicht so gut, wie zum Beispiel ich jetzt. Ich weiß nicht, also ich fand sie bisher ziemlich fesch und bei Halo 4 zum Beispiel habe ich mir damals zu schnell ein Urteil erlaubt und dann habe ich erstmal gesagt, boah, was für ein Scheiß. Und dann am Ende fand ich sie aus irgendeinem Grund dann plötzlich doch ziemlich fesch und deswegen, ich warte jetzt nochmal ein bisschen ab, um mir da meine finale Meinung zu bilden, aber bisher auf jeden Fall hat es mir beim ersten Mal durchspielen sehr viel Spaß gemacht und ich hatte einige sehr, sehr epische Momente und es war ziemlich cool und ja, aber ich möchte jetzt auch gar nicht großartig drauf eingehen, am Ende wird hier noch gespoilert und das möchte ich nicht und falls ihr in den Kommentaren darüber schreibt, dann benutzt bitte auch Spoiler-Tags, damit hier keiner, der es noch nicht durchgespielt hat, gespoilert wird. Gut, so viel dazu und jetzt kommen wir nochmal zu Arena und Warzone. Arena, wie gesagt, Maps und Rotation, habe ich vorhin schon ein paar Takte dazu gesagt. Maps sind cool, aber halt mit der Rotation, da müsste man nochmal schauen. Aber so im prinzipiellen Gameplay her ist es einfach fesch, es macht so viel Bock. Und es gibt auch bisher nichts, was mich wirklich nervt, muss ich sagen. Also weder irgendwie Ground Pound noch Spartan Charge oder so, ist wirklich nervig. Klar, manchmal fuckt man sich ein bisschen ab, Spartan Charge. Obwohl, doch, es gibt eine Sache, die mich ein bisschen stört, aber sie ist nicht unbedingt schlecht, aber sie ist halt so, nach meinem persönlichen Empfinden, ich würde es gern anders haben, und zwar das Radar. Das haben sie ja auf eine Reichweite von 18 Metern begrenzt und wenn man dann angesprintet kommt und dann Spartan Charge und so, dann passiert es oft, dass man den Gegner erst wahrnimmt, wenn er wirklich direkt hinter einem steht und dann wird man schon assassinated oder gespartan charged oder sonst was. Das heißt, man kann sich aufs Radar nicht mehr so gut verlassen. Ja? Wenn man sich daran gewöhnt und das Radar nicht mehr für bare Münze nimmt, dann ist das okay. Aber es ist halt erstmal eine krasse Umgewöhnung und ich fand es eigentlich immer besser, wenn das Radar, früher war es glaube ich immer auf 30 Meter Entfernung oder so, eingestellt ist und jetzt denkt man immer so, wow, dann ist der ungefähr da und dann steht er eigentlich schon direkt hinter einem. Also es ist schon so eine kleine Umgewöhnung. Aber gut, das ist jetzt nicht irgendwie spielzerstörend, ist halt einfach anders und hat seine Vorteile natürlich, weil dann muss man halt ein bisschen mehr auf Side spielen und gucken und überhaupt. Hat aber auch halt den Nachteil, dass man dann gegebenenfalls mal ein bisschen leichter von hinten weggeholt werden kann, wenn man nicht drauf achtet und das nicht weiß. Genau, also das ist so eine Kleinigkeit. Aber ansonsten, wie gesagt, das Gameplay ist super fesch. Ich habe da echt viel Spaß dran mit Thruster Packs und auch das Rack-System, es ist ja relativ motivierend. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich muss jetzt meine super neuen Skins freischalten und das ist das Beste und Coolste. Ground Pound, by the way. Der Eddie würde jetzt sagen, wow, that Ground Pound, satisfying. Und so, weil er irgendwie oft Ground Pounded.
Ja, genau, Rack System ist. Ja, es ist schon ganz nett. Es ist aber nicht so, dass es mich vom Hocker haut. Aber ich würde schon gern Pistol Skin haben und ich würde schon gern ein paar Sachen haben. Und apropos Pistol, ich bin persönlich jemand, der sagt, ich hätte oder will in Zukunft auf jeden Fall auch einen Modi mit BR-Starts haben. Ich habe keine Lust, immer nur mit der Magnum und dem Assault Rifle zu spielen. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde es schon okay und sehe auch, was sie da machen wollen, wieder so ein bisschen Richtung Oldschool CE, yo, zu so gehen. Aber ich würde schon gern BR-Starts haben, weil ich das persönlich doch cooler finde. Aber gut, das wird, denke ich mal, früher oder später auch kommen. Und man konnte jetzt auch schon über eine Weekend-Playlist abstimmen. Shotty Snipers ist es, glaube ich, geworden. Und ja, genau, Warzone noch kurz. Ich finde Warzone prinzipiell ganz cool. Aber auch da Rotation natürlich ein bisschen doof, wenn man zweimal Raid on Apex 7 oder so hintereinander kommt, denkt man sich auch so. Und was halt ein bisschen doof ist, ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen wirklich Verbesserungsvorschlag dafür. Ob man einfach sagt, ja, der am meisten Schaden einem Boss gemacht hat, kriegt den auch, also das Team. Weil es passiert oft, dass man einen Boss super low schießt als Team und dann kommt ein Gegner an und macht so den letzten Shot und dann kriegen die halt die Punkte dafür. Und das ist halt schon echt nervig. Aber gut, wie man das jetzt genau ändern sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es kann manchmal ein bisschen störend sein. Aber gut, das ist auch wieder sowas so, okay, ja. Es zerstört einem jetzt nicht unbedingt das Game Warzone, macht schon Spaß. Aber ich persönlich spiele dann doch lieber Arena und freue mich dann halt auch, wenn dann mal normal Big Team Battle kommt und wenn dann Forge im Dezember noch kommt dazu. Ich denke mal, dann wird es echt super fesch. Aber wie gesagt, bisher bin ich sehr, sehr zufrieden und habe super viel Spaß. Genau. Jetzt noch kurz zum Stream vielleicht. Also Halo 5, wie gesagt, super cool. Alles. Kampagne, Arena, Warzone. Und ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Radar oder wie die Rotation. Aber das gibt sich dann noch alles mit der Zeit, denke ich mal. Genau. Okay. So. Genau. Nochmal in persönlicher Sache jetzt. Schaut mal auf Facebook nochmal vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Liked mal unsere Seite, weil da kommen halt jetzt auch unsere Facebook-Updates seit geraumer Zeit. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, da updaten wir einfach so ein bisschen, was wir gerade so machen und was auf dem Channel abgeht und überhaupt immer so in kleinen Videos, die so 2 Minuten ungefähr gehen, Pi mal Daumen, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, je nachdem. Aber wir wollen sie immer relativ kurz halten und einfach so ein bisschen Update geben. Genau, und auch sonst posten wir da in letzter Zeit etwas mehr, auch mal Bilder und Gedöns, und da geht es mal ein bisschen mehr ab. Und es ist nicht nur so, dass wir da unsere Videos reposten. Also schaut da nochmal vorbei, wenn ihr Interesse habt. Und dann sind wir jetzt auf Twitch, wer es noch nicht mitbekommen hat. Also, wir haben da jetzt schon mal gestreamt. Und das war eigentlich schon für den ersten Probstream ganz okay, denke ich mal. Die Qualität war ganz gut. Zumindest die meisten, die es gesagt haben. Es gab hier und da ein paar Kleinigkeiten, aber im Prinzip war schon ganz okay. Und ja, genau, da kommt dann auch demnächst nochmal ein großes Live-Projekt, sage ich mal, was dann primär auf Twitch läuft. Aber da gibt es dann auch nochmal da eine Info zu, beziehungsweise jetzt hier demnächst auf YouTube ein extra Video. Okay, also schaut da mal vorbei, ihr könnt dem Channel auch schon mal folgen, dann kriegt ihr es halt direkt immer mit, wenn wir live gehen. Und ansonsten auf Facebook kriegt ihr es auch mal mit und hier auf YouTube gegebenenfalls auch. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal uns oder mir, je nachdem, wer dann halt so streamt, live zuschaut. Denn jetzt haben wir endlich die Möglichkeit dazu, weil ich jetzt eine ganz gute Leitung habe. Und das ist schon ganz cool. Genau, ansonsten noch was zu den Kompanien in Halo 5. Genau, Halo Germany. Ich weiß nicht, wer die Jungs schon kennt. Die haben eine Kompanie aufgemacht und die werde ich auch in der Beschreibung mal verlinken. Da könnt ihr dann mal vorbeischauen und gegebenenfalls beitreten, falls ihr Leute sucht, mit denen ihr Halo 5 zocken könnt oder gegebenenfalls in Zukunft auch nochmal Turniere etc. pp. Schaut da mal vorbei. Genau. Ist, denke ich mal, ein ganz cooles Projekt, falls ihr einfach Leute sucht und ja. Genau, so viel dazu. Ansonsten, wie gesagt, auf Twitch, Facebook etc. Halo Germany. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so von Halo 5 haltet bisher. Gefällt es euch? Habt ihr irgendwas auszusetzen? Was auch immer. Und genau. Vielleicht hat das Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.